Kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Die Worte klingen nach. Sie klingen nach Machtdemonstration, nach Leid und Schikane, nach Opfer und nach Tod. Wir kommen und klagen, sind wütend und zugleich resigniert. Wir blicken aufs Kreuz, auf Jesu Tod und was es für uns bedeutet. Mit Jesus lasst uns beten, mit Worten aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Amen. Erstärke mich durch deinen Zorn. Aber zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten.
Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er ihn zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber die hohen Priester wiegelten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Was wollt ihr dann, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals: Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Gott, liebster Jesus, was hast du verbrochen, dass man mein solch scharf und dein Blatt gestochen? Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? Pilatus aber wollte dem Volk Genüge tun und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ins Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihm zu grüßen: Gegrüßt seist du, der Judenkönig! Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf die Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten ihn mit zwei Räubern, einen zur rechten und einen zur linken. Und die, die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, du, der den Tempel abbrichst, baust ihn auf in drei Tagen. Hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten, und sprachen: Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Thank you.
das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Das Leben ausgehaucht. Wir werden die Kerzen löschen auf dem Altar, die Osterkerze, das Licht des Lebens, und erst wieder zu Ostern anzünden. Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Schaulustige stehen um sie herum. Bitter ernst ist die Lage, todesernst, ausweglos. Du Opfer, wir brauchen ein Opfer, einen Schuldigen, ein Schuldopfer. Einen, dem wir die ganze Schuld in die Schuhe schieben können, einen Sündenbock. Wer ist an dieser Lage schuld? Er oder sie oder die Politiker oder die anderen? Wut kocht hoch und entlädt sich
in Gewalt, in unkontrollierter Weise. Gegenseitig starren sie sich an. Die Fronten sind verhärtet. Es ist ausweglos. Irgendwer muss sich opfern. Ausweglos? Man konnte das doch voraussehen. So wie er polarisiert hat zwischen Gut und Böse, so wie er darauf hingewiesen hat, wie man ethisch korrekt handelt, dass man Menschen nicht verstoßen soll, dass man anderen eine Chance geben müsse. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Aber wer wollte das denn schon hören? Und sind wir denn heute besser? Wir sind doch die Könige dieser Welt. Nein, weg mit ihm. Der stört unseren Frieden, unsere Gewohnheiten, unsere Sicht der Dinge, unsere schöne neue Welt. Er hätte doch einfach mal nicht so seinen Mund aufreißen sollen. Dann wäre es ihm auch nicht so ergangen, denken wir heute. Aber er hätte dann etwas bewegt, unsere Herzen erreicht. Er hätte doch einfach sich aus dem Staub machen können. Wer ist denn schon so blöd und lässt sich freiwillig gefangen nehmen, gar zu Tode foltern, kreuzigen? Er hat es doch kommen sehen. Stattdessen nur noch kurz ein kleines Heilungswunder, nachdem Petrus mit dem Schwert das Schlimmste verhindern wollte. Er hätte sich doch nur besser verteidigen müssen. Wobei, weswegen wurde er einfach angeklagt? Dass er die Wahrheit gesagt hat? Nichts als die Wahrheit? Dass das System korrumpiert war? Dass man lieber in die eigenen Taschen wirtschaftete? Dass man lieber gutgläubig war als gottgläubig? Nein, das war nicht sein Weg. Er stand zu dem, was er tat, was er war, was er tun musste. Statt sich in den Vordergrund zu loben oder Verschwörungstheorien zu bequemen, spricht er klar und offen von seiner Mission. Ich bin's, von Gott geschickt, von Gott auserwählt, sein Sohn. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Gott wird später Johannes im Evangelium im 12. Kapitel schreiben. Ausweglos hätte er doch. So denken wir, aber das war nicht sein Weg. Er hatte eine Mission zu erfüllen, eine ausweglose Mission. Er wusste, was das bedeuten würde. Es würde ihn ans Kreuz führen und durch das Kreuz zu Gott. Er würde ihn verherrlichen, seine Mission erfüllen. Und doch, manchmal überkommen einen Zweifel, Todesangst. Das ist zutiefst menschlich. Und in dieser Angst betet er: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. So beten wir im Vater unser. Aber wie weit reicht unser Glaubensgehorsam? Jesus geht den Weg ans Kreuz. Den vorgezeichneten Weg. Ein Weg, der ihm Schikane, Beleidigungen, Folter, Schmerz und Leid nicht erspart.
wo Menschen sich über ihn lustig machen, sogar noch mehr draufschlagen, ihn verhöhnen, schamlos ausnutzen, dass er schon geschlagen, ja am Boden liegt. Kreuzige ihn, er muss gehen, wir aber bleiben. Wie sehr schäme ich mich dafür, wie noch heute miteinander umgegangen wird, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und dann wird es einsam um ihn. Alle verlassen ihn. Das Sterben ist schwer. Mein Gott, hast du mich auch verlassen? War alles umsonst? Nein. Denn wenn ein bislang unbeteiligter Atheist, ein nichtgläubiger Mensch wie der römische Soldat zum Glauben kommt, war nichts umsonst. Er bekennt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Noch am Kreuz wird Jesus erhöht, an die Stelle gesetzt, die ihm zusteht. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. So schreibt es der Philipperhymnus. Um direkt daran anzuschließen, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und das heißt, es bleibt nicht beim Kreuzigen, kreuzige ihn. Es gibt Versöhnung, selbst für Feinde, und echten Frieden nach dem Streit, Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Und dann erkennen wir, das Kreuz ist nicht das Ende, sondern der Anfang von Gottes Herrlichkeit. Amen. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, war zum Baum des Lebens. Herr Gott, wir kommen zu dir und schlagen ans Kreuz,
all unsere Wut. All unseren Hass. All unsere Ohnmacht. All unser Missgeschick. All unsere Verfehlungen. All unsere Unzulänglichkeiten. All unseren Unglauben. All unsere Unvernunft. All unseren Egoismus. All unsere Trauer. Und all unsere Resignation. Nimm von uns her, was uns belastet und hindert, ganz bei dir zu sein. Mach uns frei, an die Macht der Versöhnung zu glauben, die du im Kreuz für uns vollbracht hast. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen wir hinein in die stille Zeit mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, das Geheimnis.